Josef Smolle, ein Mediziner, Universitätsprofessor in Graz, ÖVP-Abgeordneter, ist nun am Wort. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gesundheitsbudget im Bundesbudget, Steigerung von 1,2 Milliarden auf 1,8 Milliarden, etwa 50% Erhöhung. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in dieser Zeit. Aber vergessen wir eines nicht, das ist ja nur ein Teil der Gesundheitsfinanzierung in Österreich. Wir geben in Österreich 11,2% des BIP für Gesundheit aus, mehr als 3/4 davon von der öffentlichen Hand, und das ist gut so. Und innerhalb des Bundesbudgets ist ja das Gesundheitsbudget ein Teil der Rubrik Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie. Und das wiederum macht fast 48% der Bundesausgaben aus. Und da ist enorm viel mit dabei, was die Gesundheit stützt und die Gesundheit unserer Menschen in dem Land abfedert. Konkret im Gesundheitsbudget sind natürlich Erhöhungen hier wesentlich auch durch die Covid-Pandemie begründet. Ist schon erwähnt worden, Impfstoffe, Schutzausrüstung, Aufrüstung von 1450. Dazu gibt es aber durchaus auch Ansätze, die über die Pandemie hinausgehen. Und da bin ich auch sehr froh und dankbar. Denke, Beginn des Aufbaus der Community Nurses, weiterer Ausbau der Primärversorgungszentren oder auch Digitalisierung, Einführung des E-Impfpasses oder Integration der radiologischen Bilder in Elga. Hier tut sich sehr viel. Und das auch angesichts dieser wirklich globalen Pandemien, die wir stehen. Über den Sommer haben ja manche gehofft, es sei vorbei mit der Pandemie. Das wäre nicht so schlimm gewesen, hätte das nicht dazu geführt, dass manche jeden Hinweis zur Vorsicht und Achtsamkeit als Panikmache verunglimpft hätten, die gesundheitsbehördlichen Vorgaben weitgehend abgelehnt oder so wie die Maskenpflicht lächerlich gemacht hätten. Mittlerweile wissen wir, die Situation ist ernst. Wir kennen das von den Intensivstationen. Es ist wirklich dramatisch. Und wer diese Situation jetzt noch ablehnt, der macht keine Opposition gegen die Regierung, der macht Opposition gegen die Wirklichkeit. Die Situation ist wirklich ernst. Wir müssen hier zusammenhalten. Und da gibt es dann immer zwei so ganz wilde Argumente. Die einen, die sagen, ja, die Menschen sterben ja gar nicht an Covid-19. Und das andere, es trifft eh nur die Alten und Kranken. Es gibt Obduktionsserien, rund 90% dieser armen Menschen versterben an Covid-19. Und das Zweite, was die Alten und Kranken betrifft. Erstens betrifft es nicht nur diese Bevölkerungsgruppe. Zweitens ist der Begriff der Vorerkrankung sehr weit gefasst. Schon mit einem Blutdruckmittel ist man in dieser Gruppe. Und was ganz, ganz wichtig ist, in unserer Werthaltung haben auch die Alten und Kranken oder gerade auch die Alten und Kranken ein Recht zu leben und ein Recht auf unsere Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir alle hier das so sehen. Wir kämpfen für Menschenleben, deren Erhaltung, für Lebensqualität, für Arbeitsplätze, für den sozialen Zusammenhalt, für die Sicherung der Betriebe. Halten wir hier zusammen. Es ist in der Bundesregierung und bei unserem Herrn Minister in guten Händen. Und bleiben Sie gesund.